hier braucht es ganz dringend einen Burgkater und da braucht es ganz dringend ein totes Phantom. Attacke. Bruder Arik hält sich mal zurück. Kommt schon. Dieses eine Ding, das kriegt ihr noch platt. Alot, Arkaner Angriff. Und gleich nochmal. Und heiliger Glanz. Bitte alle auf das Phantom. Und Bruder Arik kommt trotzdem noch angerannt, obwohl ich das KI-Skript angepasst habe. Das verstehe ich nicht. Kommt schon, Leute. Das schafft ihr. Deriadel, verwundender Schuss. Und hier. Heilung. Und Eder macht das Phantom weg. Deriadel schießt bitte. Ihr alle hier auf den Schatten. Und Alot natürlich genauso. So. Sehr gut. Sammelt euch mal. Isegrim war schon wieder platt, glaube ich. Ich denke mal, das waren alle Gegner hier. Bruder Arik kann mal schleichen. Da ist was zu und da passiert was. Am Ende der Herrenhalle spürst du eine einladende Wärme, die ein aus Marmor gefertigter prächtiger Thron verströmt. Die meisterhafte Handwerkskunst des Throns passt gar nicht zum eher praktischen Mauerwerk der Burg. In die Rückenlehne des Throns wurde das Relief einer verschleierten Frau geschnitzt, die mit hohlen Augen über die Herrenhalle wacht. Als du dich näherst, spürst du, wie die Wärme fluktuiert, als ob sie in Bewegung wäre. Aus dem Schnitzwerk schallt eine Stimme, von der die gesamte Festung durchdrungen wird. Noch ein Wächter in Caeth Nua. Für meine Augen wahrlich eine leuchtende Erscheinung. Welch merkwürdiger Zufall. Und ich frage, wer spricht da? Entschuldigung, sollte ich Sie erschreckt haben. Ich fürchte, meine Manieren haben etwas gelitten. In letzter Zeit hatte ich nicht viele Gelegenheiten, mich vorzustellen. Wie dem auch sei. Ich vermute, Ihre Suche nach Meerwald hat Sie hergeführt. Und dann frage ich, bist du in diesem Thron gefangen? Gefangen? Ja. Manchmal fühlt es sich wohl so an, aber meistens empfinde ich es eher so, als würde ich hier wohnen. Der Thron wurde aus den Ruinen geborgen. Er war eines der ersten Dinge, die man fand. Als letzte Gunst für eine sterbende Frau sorgte der Graf dafür, dass ich in ihn gewirkt wurde. Atra ist ein verträgliches Gefäß für eine Seele. Ach, das fühlt sich gar nicht so beengend an, wie es erscheint. Von hier aus kann ich die gesamte Burg und alle Dinge spüren, die mit ihr verbunden sind. Dieser Thron und seine Bauweise haben irgendetwas an sich. Vielleicht liegt es auch an diesem Ort selbst. Und dann sage ich, nein, ich frage, hast du irgendeine Idee, wo ich Meerwald finden könnte? Ich kann seine Gegenwart schwach von irgendwo tief in der Burg spüren, aber er benutzt seine Gaben, um mich zu verwirren. Und solange er das tut, ist meine Wahrnehmung geschwächt. Ich wünschte, ich wüsste, was in ihm vorgeht. Und ich sage, erzähl mir mehr über Meerwald. Er war ein großer Mann. Eines Tages kam er hier als junger Mann mit wallendem Haar und polierter Rüstung an und vertrieb die Wesen der Finsternis, die in diesem Ort nach Jahrhunderten der Vernachlässigung lauerten. Er konnte die Schönheit dieses Ortes sehen, so wie er früher gewesen war. Als ihn niemand sonst haben wollte, beanspruchte er ihn für sich. Und zusammen arbeiteten wir am Wiederaufbau der Burg. Vor einiger Zeit aber hatte er begonnen, immer distanzierter zu werden. Er sagte mir nie warum, sondern zog sich nur immer und immer tiefer in die Burg zurück. Er verließ sie nicht mehr, ließ sich das Essen von Dienern bringen und verbarg sich vor mir. Der Wiederaufbau wurde eingestellt. Die Stimme stößt ein wehmütiges Seufzen aus. Wenn man sich diesen Ort heute ansieht, kann man sich die Fortschritte gar nicht mehr vorstellen, die wir erzielt hatten. Fast überall ist es jetzt noch schlimmer als jemals zuvor.
und mehr als alles um mich herum einstürzen zu sehen, konnte ich nicht tun. Naja, dann sage ich mal, leb wohl. Sehen Sie sich bei Ihrer Suche vor. Hier liegen viele Gefahren auf der Lauer. Und da macht die Burgvogtin auch die Tür auf. Die Tür da irgendwo runter zum... Ja, wohin denn? Sieht man auf der Karte nicht. Also irgendwo runter in den Keller. Da ist ja Meerwald angeblich. Und ich schleiche mal noch ein bisschen hier rum. Hier ist alles verschüttet. Da ist eine Schatzkammer, aber nichts drin. Und die Helden müssten rasten. Alle Zauber und Gebete sind verbraucht oder fast alle. Bruder Arik ist ziemlich platt, aber leider habe ich keine Rastvorräte mehr. Das ist jetzt besonders bitter. Deswegen mache ich jetzt mal Folgendes. Ich laufe mit den Helden zurück nach Goldtal. Dort gibt es noch einmal Rastvorräte in Ingröls Haus, die schnappe ich mir. Und dann gehe ich ins Talholz, da müssen auch noch irgendwo bei dem umgestürzten Gemüsekarren von Tentfried einmal Rastvorräte rumliegen. Falls nicht, kaufe ich mir welche in Goldtal. Und dann komme ich mit 2 Rastvorräten wieder hier zurück in die Herrenhalle. Und dann sind die Helden wahrscheinlich alle todmüde. Dann raste ich. Und das alles überspringe ich mal im Video. Und da sind die Helden wieder frisch ausgeruht. Es gab einmal Rastvorräte in Tenfrieds Karren im Talholz und einmal in Ingröds Haus. Die habe ich mir geholt, ich habe die Helden schlafen lassen und hier oben habe ich offenbar vergessen zu plündern. Wie ist mir das denn gelungen? Da gibt es noch einen Geistesrest. Und da hinten noch mehr. Nochmal ein Geistesrest. Dann geht's aber auf alle Fälle hier in den Keller. Oh nein, geht es nicht. Da ist nämlich jemand. Da ist ja mein kleiner Soldat, sagt eine Mutter. Als du näher kommst, klärt sich die Erscheinung vor dir als Elfe auf. Ihr strähniges Haar ist zurückgebunden und sie zupft an einem losen Faden ihrer Schürze. Bis sie dich bemerkt, herrscht in ihren Augen ein abwesender, leerer Blick vor. Ein schwaches Lächeln legt sich wie ein Schleier über ihr Gesicht. Aha, waren wir wieder draußen und haben Soldat gespielt. Geh dich waschen und hilf mir dann beim Enthülsen dieser Erbsen. Sie wendet sich lange genug von dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillernd und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden. Wenn du groß und stark werden und eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, dann musst du dein Gemüse essen. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich aus den Augenwinkeln. Und ich frage, was redest du da? Soldaten sind wichtige Leute. Während sie sich über den Korb beugt, hebt und senkt sich ihre Stimme. Sie verteidigen die Schwachen und bestrafen die Bösen. Ja, aber auch nicht immer. Sie seufzt, was eine geisterhafte Strähne ihres Haars zum Flattern bringt. Du bist jetzt noch zu jung, um das zu verstehen. Aber es gibt viele böse Leute. Sie bricht eine Erbsenschote mit einem eingerissenen Fingernagel ab. Leute wie den Mann, der deinen Vater ermordet hat. Sie zerquetscht noch eine Schote zwischen Finger und Daumen. Und ich sage, erinnere mich daran, was mit meinem, Vater passiert ist. Ihr mürbes Lächeln findet ein jähes Ende. Bevor du geboren wurdest, haben die Glanfatarer Siedler wie uns angegriffen. Sie sagten, wir hätten einige ihrer besonderen Adra-Felsen umgestürzt. Aus diesem Grund nennen sie ihn auch den Krieg des zerbrochenen Steins. Sie wurden sehr wütend, kamen in unsere Dörfer und töteten viele Menschen. Eine Schote entgleitet ihrem Griff und sie sticht sich mit ihrem gezackten Daumennagel seitlich in den Finger. Sie sagt nichts, als die Haut langsam rot wird. Die muss aber echt ziemlich scharfe, zackige Daumennägel haben. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Dein Vater war einer von ihnen, sagt sie schließlich noch, und ich frage. Er war einer der Leute, den die Glanfatarer getötet haben? Genau das habe ich gesagt. Ja, Moment mal, das war ja nicht die Frage. Die Frage war, ob es so war. Die Frage war nicht, ob du das gesagt hast. Ihre Stimme ist leise und heiser und ihre Hand bleibt über dem Korb stehen. Etwas Dunkles und Leeres hat sich über ihre Augen gelegt. Sie lässt den Korb fallen und wendet sich ab. Dann tupft sie ihr Gesicht mit ihrem Schürzenzipfel ab. Und deshalb wirst du eines Tages ein Soldat werden, um zu schützen und um zu rächen. Sie starrt auf das Blut, das ihr vom Finger tropft. Die hat sich wirklich mit ihrem eigenen Daumennagel geschnitten. Unfassbar. Warum gehst du nicht wieder raus zum Spielen? Ich mach das hier schon alleine fertig. Oh.
und weg ist sie. Die ist von Trauer und Rachegelüsten zerfressen gewesen, diese Mutter. So, und dann geht's hier mal runter. Und hier bin ich im Kerker. Eine Lupe. In den Fässern glänzen die silbrigen Schleimspuren von Schnecken. Hier gibt's Schnecken im Kerker. Oh, und eine Elfenbeinspinne. Ach komm, Attacke. Oh. Voll ins Netz, würde ich mal sagen. Bruder Arik, was machst denn du da? Ist das jetzt hier so irgendwie die neue Mode, hier überhaupt nichts mehr zu reißen? Boah, Leute. Das kann nicht euer Ernst sein. Bumm, so möchte ich das sehen. Und dann gleich nochmal hier bei der Dicken. Die hat er dich hier umgehauen, Arik. Richtig. Aber Arik findet den Weg nicht. Arik. Kraft der Qual, auf die da. Bumm. Alle helfen, bitte. Außer Lael, der macht Handauflegen bei Arik. So, was war denn da? Duranz tötet Speerjungspinne. Alle hier angreifen. Was war das? Isegrim. Arik kann wieder treten. Tritt mal bitte auf oder gegen. Nee, einfach das da. So, die wäre weg. Attacke. Und gleich nochmal bitte. Und dann die da bitte. Und nochmal. Duranz tötet Elfenbein-Jungspinne. Und immer weiter treten. Die können dich nicht betäuben, Bruder Arik. Da kannst du deine ganzen Kampfkünste so richtig ausleben. Und die da auch gleich noch. Ach nee, die Wunden sind schon wieder weg. Aber es gibt bestimmt gleich neue. Attacke, alle Mann. Und Attacke. Und Attacke bitte. Ach, jetzt steht Eder so ungünstig, dass kein anderer rankommt. Lael ist ja auch bewusstlos, stelle ich gerade fest. Attacke. Wumm und weg. Alle. Tja. Wo? Da angreifen, glaube ich. Was war das? Deryadel weg. Spinne weg. Alle hier angreifen. Das geht. Legt euch ins Zeug, Leute. Und alle auf die Dicke. Ah, Wunden. Angriff. So, ich glaube, jetzt lasse ich mal kurz den Kampf zu Ende gehen. Wenn das denn geht. Aber ich glaube, der Kampf wird gar nicht beendet. Oh. Was mache ich denn da? Eder, bitte mal dahin. Bruder Arik hilft. So. Eder hier und Bruder Arik dort und Alot hilft. Das geht schon. Irgendwie kriege ich das hin. Oh, 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 Bruder Arik. Attacke. Auf die da. So, ganz klasse. Kommt ihr beiden erstmal auf die Kleine.
Leute, ihr werdet doch jetzt hier nicht schlapp machen. Alot. Nekrotische Lanze. Uah. Alot. Last Man Standing, ausgerechnet Alot. Nekrotische Lanze, bitte. Warum wusste ich vorher, dass ausgerechnet diese nekrotische Lanze verfehlen würde? Ja, wenn Alot jetzt flieht, bringt es ja auch nicht viel, glaube ich, oder? Das bringt überhaupt nichts. Dann Flammenfächer. Los jetzt. Jawoll. Kammerjäger Alot. Das war ein bisschen knapp, gebe ich zu. Das waren aber auch viele Spinnen. Und die mussten in einem Rutsch weggemacht werden. Mann, Mann, Mann. Was gibt's denn hier? Es gibt 3 Speerspinnenbeine, kenne ich schon. Und noch ein 4. dazu. Und ansonsten ist hier nicht viel. Ich kann mal durch jede Zelle schleichen, aber ich glaube, bis auf ein paar Gerippe und Gerümpel ist hier gar nichts mehr. Ah, das sieht ganz so aus. Oh, da ist wieder so ein komischer Typ. Neue Befehle, Leutnant. Bereite deine Truppen vor. Ein geisterhafter Mann in Rüstung und Umhang eines Offiziers studiert ein einzelnes Blatt Papier. Du kannst direkt durch das Papier hindurchschauen und siehst die Insignien des Dux und von Aedior auf seinem Brustharnisch. Er scheint die Seite mehrmals zu lesen, bevor er zu dir hochschaut. Als er das tut, ist sein Gesichtsausdruck undurchschaubar. Also alles ist durchschaubar bis auf seinen Gesichtsausdruck. Es hat eine Planänderung gegeben. Marschiere mit deiner Truppe nach Süden bis zur Flussbiegung. Bring einen Wagen und ein Dutzend Fässer Pech mit. Seine Stimme gerät ins Stocken und er schüttelt seinen Kopf. Die Hand, die das Papier hält, fällt seitlich an ihm herab. Und ich sage, erzähl mir über die Befehle. Die Befehle stammen von Admet Hadret selbst, was sie gleichbedeutend mit Befehlen vom Duck macht. Er rollt die Befehle zu einer dünnen Schriftrolle zusammen. Wir sollen die Hüttenbewohner ausbrennen, den Dürrwald in Flammen stecken, damit sie keinen Zufluchtsort mehr haben. Wir sollen sie niedermachen, wenn sie herauskommen und sie ansonsten verbrennen lassen. Ein gespenstisches Seufzen bildet einen Nebel vor seinen Lippen. Seine gepanzerte Faust ballt sich um das aufgerollte Papier. Das wird dies noch kürzer als den Krieg des zerbrochenen Steins machen. So viel ist sicher. Er sieht dich an. Und wir können nur hoffen, dass dadurch zukünftige Konflikte vermieden werden. Du spürst nichts, als seine Hand auf deine Schulter fällt. Ich weiß, dass du dies persönlich nimmst. Das geht vielen von uns so. Bitte verstehe aber, dass wir dies tun, um den Krieg zu beenden, nicht um den letzten fortzusetzen. Vergiss nicht, dass wir den Feind hinaustreiben und die Dörfer nicht zur Leibesertüchtigung verbrennen. Berat wird heute Nacht alle Hände voll zu tun haben. Und weg ist er. Die sind ja alle mordlüstern, diese Typen, die ich hier treffe. Und ich erinnere mich daran, dass ich vorhin die Nachricht bekam, dass irgendein Enzyklopädie-Eintrag im Bestiarium jetzt vollständig wäre. Das war der von... vom Irrlicht, glaube ich. Nee. Junger Schatten? Ja, genau. Junger Schatten. Da weiß ich jetzt alles drüber. Schatten entstehen, wenn Kreaturen mit stark zersplitterten Seelen sterben, ohne wieder in den Kreislauf der Wiedergeburt zurückzukehren. Weil diese Seelen beschädigt sind, ziehen sie andere Kreaturen im vergeblichen Versuch, sich selbst zu heilen, Essenz ab. Je mehr Essenz Schatten stehlen, desto mächtiger und gefährlicher werden sie. Während sie Essenz verschlingen, nehmen sie auch Teile greifbarer Materie auf, was ihnen eine sichtbare, wenn auch verschwommene Gestalt gibt. Glücklicherweise können Schatten Seelen, die immer noch an einen Körper oder an ein Objekt gebunden sind, nur wenig spirituelle Energie entziehen. Zur Stillung ihres Hungers nach Essenz verlassen sie sich hauptsächlich auf Kreaturen wie die Pfylkra, die Seelen aus ihrer physischen Form ziehen können. Schatten sind dafür bekannt, Schlafenden spirituelle Energie zu entziehen, wenn ihre Seelen nicht so stark wie gewöhnlich an ihre Körper gebunden sind. Dies führt zu schrecklichen Albträumen, die beim Geschädigten am nächsten Tag zur Erschöpfung führen.
Wenn plötzlich ein ganzes Dorf beginnt, Albträume zu erleiden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dort ein besonders starker Schatten niedergelassen hat. Da Schatten spirituelle Energie absorbieren, sind sie für Kreaturen, die sich auf spirituelle Sicht verlassen, unsichtbar. Dies hat zu Experimenten geführt, Schatten an Rüstungen oder andere Objekte zu binden, um jene zu tarnen, die von solchen Kreaturen nicht gesehen werden wollen. Und waren diese Experimente erfolgreich oder nicht? Eine Rüstung, an die ein Schatten gebunden ist, das klingt doch gar nicht so schlecht. Also über die weiß ich alles. Junger Schatten macht Gefrieren Schaden und so weiter. Keine besonderen Fähigkeiten. Phantom, da weiß ich noch nicht alles. Und bei denen hier weiß ich da alles. Da habe ich ja eigentlich jetzt mittlerweile auch genügend zusammengehauen. Besiegt 11. Besiegt 11, ja, genauso viel wie beim Schatten. Junge Speerspinne. Fähigkeiten, Säuberung von Giften, was heißt denn das? Aufgrund der Geschwindigkeit und einzigartigen Angriffsform von Speerspinnen kämpfen traditionellerweise nur äußerst tapfere oder dumme Schwertkämpfer und Kämpferinnen zu Übungszwecken gegen sie. Vor allem die Mitglieder der Reißzähne. Also die Reißzähne sind besonders tapfer oder besonders dumm. Heutzutage wird diese Tradition nur noch von den urigsten und robustesten angehenden Kriegern verfolgt. Die Speerspinne ist als eines der verwegensten Arachnoiden-Raubtiere bekannt, da sie sich zum Beutefang weniger auf ihre Netze als auf ihre gezackten Beine verlässt. Aus diesem Grund entfernt sich diese Spezies auch weiter von ihrem Nest als die meisten anderen Spinnen. Aha. Speerspinne fehlt noch. Wolf müsste ich auch alles wissen mittlerweile. Wolf hat die Fähigkeit Niederstrecken, aha. Wo auch immer es Hirsche gibt, bald sind die Wölfe da. Dieses ädyrische Sprichwort, bei dem oft der erste Satzteil ausgelassen wird, deutet die Verwundbarkeit an, die von den frühen Siedlern im östlichen Abschnitt oft empfunden wurde. Außerdem steht es für die langjährige Assoziation der Ädyrer, wörtlich das Volk des Hirschen, mit den vierbeinigen Raubtieren, die im Dürrwald wie im ädyrischen Reich gleichermaßen allgegenwärtig sind. Die Geschwindigkeit von Wölfen ist ebenso legendär wie ihre Fähigkeit, ihre Beute zu Boden zu bringen, um sie mit verheerenden Angriffen zu töten. Ah ja. Und von Xaurips weiß ich noch nicht genug. So, Freunde, Blick auf die Karte. Alles erledigt, glaube ich. Also Bruder Arik kann natürlich nochmal hier rumschauen. Aber ich glaube, da finde ich nichts mehr. Höchstens noch irgendeine Speerspinne, aber auch die müssten alle weg sein. Ja, das ist auch so. Also geht's dann mal die Treppe runter. Die da. Quest aktualisiert, der alte Wächter. Betrete die Burg, finde Meerwald. Ja, dann schaue ich mich hier mal um. Endlose Pfade von Ott Noir, Stufe 1. Hier sollte ich mal schleichen. Ach, schon wieder so eine Nase. Ein Elf dreht sich zu dir um. Seine Wangen, seine Unterarme und die Knorpel seiner langen, spitzen Ohren sind mit Indigo und anderen Blautönen beschmiert. Er grinst dich unter seiner wilden Mähne böse an. Es ist fast soweit. Dai und Hetwa haben das Dorf letzte Nacht ausgekundschaftet. Sie trommeln gerade den Rest der Truppe zusammen. Welche Truppe? Seine geisterhafte Faust segelt durch deine Schulter hindurch. Keine Sorge. Jedermann erinnert sich daran, dass der Angriff deine Idee war. Die Rioff mussten mitmachen, nachdem du den Rest des Clans angestachelt hattest. Niemand möchte, dass den neuen Klauen Feigheit vorgeworfen wird, wenn es darum geht, mit dem Rest des Stammes den Fremden die Stirn zu bieten, die unsere Ruinen entweiht haben. Aha, sage ich. Der geisterhafte Krieger sieht dich lange und begehrlich an. Seine halbtransparenten Augen lodern auf, als sie über dich gleiten. Die Stämme brauchen mehr Anführer wie dich. Frauen, die Taten mehr als Worte schätzen. Er greift nach deiner Wange, hält aber auf halbem Weg inne, als ein Zweifel seine ausgebreiteten Finger erzittern lässt. Er lässt seine Hand stattdessen wieder an seine Seite fallen und zieht eine schartige Klinge aus seinem Gürtel. Du hattest recht. Wir waren zu weich, als die Fremden zum ersten Mal hier auftauchten. Und jetzt? Jetzt erniedrigen sie uns. Niemals wieder werden wir weich sein, und die Eindringlinge werden schon bald begreifen, dass sie uns ein für alle Mal in Ruhe lassen sollen. Und weg ist er. Also die kloppen sich alle. Gegenseitig. Und verbrennen sich und was auch immer. Bitte wieder schleichen. Hier ist eine Tür.
Die kann man öffnen mit Mechanik 4 oder 5. Bruder Arik, kannst du denn das? Was hast denn du in Mechanik? 4. Das ginge. Da bräuchte ich auch nur einen einzigen Dietrich. Ach, das mache ich mal. Komm schon. Einen Dietrich. Ja, und ich habe 7. Ja, knacken bitte. Das gibt 120 Erfahrungspunkte. Und jetzt bitte Tür auf. Oh. Ein großer, sommersprossiger Mann mit breitem Brustkorb und dickem Bauch kauert in der hintersten Ecke des Raums. Seine weißen Haare sind völlig wirr und strähnig. Er hält seine zitternden Hände vors Gesicht und bringt es nicht fertig, in deine Richtung zu sehen. Nein! Bleib weg von uns! Geh! Und Edea sagt, vielleicht kommen wir lieber später wieder? Nee. Ich sage, bist du Meerwald? Er schaut dich über seine Hand hinweg an und die Muskeln um seine Augen herum zucken. Dann beginnt er sich selbst scharf zischend zuzuflüstern, als ob er mit sich selbst ein Streitgespräch führt. Urplötzlich hört er auf zu zittern und wird von augenblicklicher Ruhe ergriffen. Er neigt seinen Kopf leicht nach vorne und wie er dir so direkt in die Augen stiert, wirkt er wie ein in die Enge getriebenes Tier, das kurz vor dem Angriff steht. Seine Stimme wird plötzlich ganz rau. Meerwald ist nicht hier. Und er lässt sich auch nicht zum Narren halten. Er hat keine Besucher geladen. Geh hinweg, du betrügerischer Geist. Das ist ja ein Empfang. Ich bleib mal ruhig, Antwort 4. Ich bin kein Geist. Ähnele ich irgendeinem Geist, den du schon mal gesehen hast? Der alte Mann dreht sich weg und ergeht sich mit dem Gesicht zur Wand in ein weiteres gemurmeltes Streitgespräch. Als er sich dir wieder zudreht, hat er eine selbstbewusste Körperhaltung angenommen und drückt seine Brust heraus wie ein Soldat. Seine Stimme ist nun von einer neuen Stärke erfüllt. Meerwald wird mit dir sprechen. Aber du musst auf Distanz bleiben, sonst werde ich mich darum kümmern müssen. Ist in Ordnung. Die starke Körperhaltung ist nun passé und die Hände, die er gerade noch kampfeslustig neben sich hielt, zittern wieder wie zuvor. Seine Stimme klingt schwach und zaghaft. Ach, mit Meerwald willst du sprechen? Mit Meerwald, dessen Berührung wie Gift ist? Mit Meerwald, der nicht um seine Wirkung weiß? Und ich sage, mir wurde gesagt, dass ich ein Wächter bin und dass du mir etwas darüber erzählen könntest. Immer noch stark abgelenkt nickt und späht er auf die Tür hinter dir. Ein Fenster. Ein Fenster zum Äther, wo die Geister leben. Spähe und greife hinein. Sprich und höre hindurch. Ein Wächter sieht Seelen. Er liest sie. Er kennt ihre Vergangenheit. Seelen der Lebenden, Seelen der Toten. Ein Empath. Meerwald atmet schwach röchelnd aus. Und die Seelen sehen auch sie. Habe es benutzt, um Wesen in beiden Reichen zu helfen. Oh ja, das habe ich. Das, was die Götter von mir verlangten, dachte ich. Mit einem kurzen Krampf drückt er plötzlich seine Schultern durch und seine Stimme wird stark. Die Götter haben mich für die Rache in die Welt gebracht und ich habe ihnen gehorcht. Er neigt seinen Kopf nach vorne und grollt dich mit rauer Stimme an. Wie spricht man denn rau, weiß ich gar nicht. Der Wunsch der Götter war es, dass wir dieses Land beschützen. Mein Weg war der einzig mögliche, um die Fremden loszuwerden. Na, ob das rau war, ich weiß nicht. Er sinkt wieder in sich zusammen und ist einmal mehr er selbst. Wieder bedeckt er sein Gesicht mit zitternden Händen. Oh, wie wenig ich wusste. Was sage ich denn da? Tja, du scheinst deinen Verstand verloren zu haben. Verloren? Nein, ich fand noch viel mehr davon. Zu viel. Zu viel, um es ertragen zu können. Eine Erweckung. Als er den alten Mann ansieht, kneift Alud seine Augen immer weiter zusammen. Wie kann eine einfache Erweckung dich hierzu getrieben haben? Fragt er. Und durch Wissen 2 kann ich sagen. Du meinst, dass du dich an deine vergangenen Leben erinnern kannst? Meerwald nickt. Etwas erinnern. Aufgewühlte Erinnerungen. Erinnerungen von vor der Geburt. Andere.